Hey Leute, was geht ab bei euch? Euer Backsolder ist am Start und willkommen hier zu einer weiteren Food Draft Online Folge. Heute, ja, werden wir wieder mal ein Teamchen zusammenbauen und heute wird es auch nur das Team zu sehen geben. Ja, weil wir in der letzten Folge ja etwas, ja, mit viel, viel Pech rausgeflogen sind. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich denn heute einfach mal nur das Team zeigen werde, beziehungsweise das Team zusammenstellen werde und ab der nächsten Folge dann das erste Spiel machen werde, also die erste Runde spielen werde. Ich hoffe mal, so habe ich mehr Glück. 4-3-3 offensiv. Die Formation kommt schon mal ganz weg und die Dreierkette auch. Die schließe ich immer eigentlich gleich aus. Ich bin eigentlich für 4-3-3 offensiv. Meine zweite Lieblingsformation nach 4, 2, 3, 1, 2 und wir bekommen Ronaldo. Hiwa, 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 wow, 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 wow. Ja, wären die beiden hier hinten nicht mehr gekommen wäre, hätte ich Vidal, denke ich mal, genommen. Aber so, ganz klare Sache, müssen wir hier Hulk nehmen. Nee, Ronaldo meine ich natürlich, Ronaldo. Hier CR7, zwar mit Chemistry Style Shadow. Defensive braucht er jetzt zwar nicht, aber ist ja egal. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier die linke Seite fertig. ZM. Bitte. Nein, nicht danke. Da müssen wir, denke ich mal, jetzt Thiago auswählen, weil dann könnten wir mit etwas Glück hinten noch einen spanischen Verteidiger bekommen oder so. Linker Verteidiger. Adriano. Ja, wir nehmen Adriano. Dann können wir ja den ZM noch tauschen. Piqué, definitiv. Zack, die Bohne. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den anderen ZM. Und ich hoffe mal, dass wir da einen BBVA-Spieler bekommen. Kovacic. Bam, das läuft doch hier wie geschmiert. Jetzt braucht Ronaldo nicht mehr so einen grünen Link. Weil jetzt können wir hier im Sturm nehmen, wen wir wollen. Und das sieht aber sehr, sehr, sehr schlecht aus. Weil es passt einfach gar keiner. Ich würde sagen, wir nehmen Bakker. Der sieht hier noch am besten aus. Machen wir erstmal mit dem rechten Flügel weiter. Robben. Schade. Nicht Robben. Sondern wir nehmen Telo. Wegen Thiago. Und im ZOM. Okay. Okay. Tranquilo Bonetta. Ja, nehmen wir einfach. Passt ja eh gar keinen Spieler. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir in der rechten Verteidigung irgendeinen Bundesligaspieler bekommen. Piszczek könnten wir natürlich nehmen oder Juanfran. Piszczek. Wir nehmen Piszczek mit der Hoffnung, dass wir in der Innenverteidigung noch einen anderen Bundesligaspieler bekommen. Hoffe ich mal ganz, ganz stark. Komm, bitte. Bitte. Benatia oder Matip in Form. Eieiei. Nee, ich nehme hier vom FC Bayern München. Oder, nee, Mustafi passt ja gar nicht. Benatia von Bayern. Und jetzt im Tor wäre ganz geil, wenn wir da Marc-André Ter Stegen bekommen. Das wäre todesgeil. Und Neuer. Ja, mit Neuer kann ich auch arbeiten. Was ist das denn für ein geiles Team? Bis jetzt. Weil wir haben ja noch die gesamte Ersatzbank vor uns. Und ich muss mal ganz kurz was checken. Skype habe ich hier nämlich, blablabla, bla bla, hier schon wieder eine Nachricht bekommen. Zum Glück hatte ich den Ton aus, sonst wäre der Ton hier mit im Video. Und jetzt geht's hier weiter zur Ersatzbank. Erster Spieler. Das ist mal eine geile Auswahl. Das ist eine richtig geile Auswahl. Jetzt habe ich hier gleich mal ein Thumbnail, denke ich mal. Was für eine geile Auswahl. Ralf Fährmann nehmen wir da. Da habe ich auch in meinem Team. Burgs, ganz klare Sache. Können wir einen Innenverteidiger vielleicht nochmal wechseln. Neuer rechter Flügelspieler wäre geil. Martinez. Und ein neuer Stürmer wäre noch geiler. Quaresma. Den nehmen wir mal definitiv mit, würde ich sagen. Quareschi, Meschmi. Quareschi, Leschi, Schmeschi. Pirlo. Ja. Kein Spieler, den wir jetzt gebrauchen könnten. Deswegen nehmen wir Andrea Pirlo, die Perle des italienischen Fußballs. Den werden wir nicht raufwechseln. Wenn wir einen Freistoß haben, ist ja logisch. Ist ja logisch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Lucas, Insigne. Ja. Mmh.
Stipe Insigne, der hätte definitiv Chemie zu Bakker. Aber wir nehmen Lukas. Wir nehmen Lukas. Es geht weiter mit Gervinho. Das ist definitiv ein besserer Stürmer als Bakker. Dann nehmen wir den mit. Machen wir es so. Ach, ein ZM-Spieler. Wieso haben wir nicht Valbuena genommen in Form? Nein, bin ich doof. Wieso nehme ich denn den nicht? Jetzt habe ich noch 5 Auswechselspieler und ich hoffe mal, dass da einer dabei ist, den wir da hineinstellen könnten. Hier, Wähler. Der würde zur Not auch noch im ZM gut sein. Hätten wir zwar weniger Chemie. Neymar. Boom. Den nehmen wir natürlich. Zack, im Sturm. Im ZM. Wie wäre es, wenn wir es so machen? Nee. Dann lieber so. Da haben wir noch mehr Chemie. Wegen Kovacic. Neymar im Sturm. Oder wir machen es... Nee, ich mach's lieber so. Neymar im ZM. Dann haben wir noch einen geilen Stürmer. Gervinho in Form sogar. Falls, wenn wir jetzt keinen anderen besseren Spieler bekommen sollten, hier schon mal nicht. Dann nehmen wir einfach Koibaschi oder so. Dann haben wir noch Biabiani. Der hat Link zu Gervinho. Ob das jetzt was ausmacht, weiß ich nicht. Nee, die gleiche Chemie. Aber nehmen wir definitiv Biabiani. Schönes Pace-Monster. Und der letzte Spieler, den wir hier bekommen, ist Fekoli von Valencia. Wenn wir den reinmachen, Neymar. Ach nee, wir lassen das einfach so. Ihr könnt ja vielleicht jetzt nochmal Tipps unten in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, ich werde erst die nächste Folge aufnehmen, wenn die Folge hier schon veröffentlicht wurde. Wähler, Bakker. Ja, so werden wir starten. Zwar nur eine 87er Chemie. Die könnten wir jetzt vielleicht noch auf 90 oder 89 hochbringen. Nee. Ja, 89. 89 und der da hinten, ne, bringt gar nichts. Das heißt, wir nehmen Ventura. Haben wir jetzt hier eine 89er Chemie. Hier die Footdraft-Übersicht. Bester Stürmer, Ronaldo Hivo. Bester Mittelfeldspieler, Pirlo, die Perle des italienischen Fußballs. Und der beste Verteidiger, Manuel Neuer. Also mit dem Team bin ich sehr, sehr sowas von zufrieden. Sieht extrem geil aus mit Neymar, ZM, Gervinho und vom Ronaldo Hivo. Neuer Piqué und so weiter. Eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Jetzt habe ich nochmal eine andere Idee. Aber ich weiß nicht, ob die aufgeht. Wenn wir das so machen. So machen. Ja, so könnten wir es machen. Wäre Neymar nicht mehr im ZOM. Ach nee, ich lasse das einfach so mit Piqué. Und wie hatte ich das... Ach hier, wen hat ja genau so hatte ich das gehabt. Auf jeden Fall beende ich jetzt hier das Video. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr euch hat das, beziehungsweise euch gefällt das Team. Mir gefällt das richtig mit Ronaldo Hivo, Leute. Da freue ich mich schon, mit ihm zu rasieren. Ich weiß, bei der letzten Teilnahme hatten wir auch einen Ronaldo. Da sind wir gleich ausgeschieden. Ich hoffe mal, dieses Mal passiert es nicht. Ich bedanke mich denn fürs Zuschauen. Haut rein, euer Pexwares raus, Tschüssikowski und ciao.